Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Play at Homes Hörspielecke. In dieser Episode stelle ich euch eine Fantasy-Hörspielserie vor mit dem Namen Dragonbound. Zunächst ein paar allgemeine Fakten zum Hörspiel selbst. Dragonbound wird seit dem Jahre 2009 von Gigaphone Entertainment produziert. Die ersten 10 Folgen wurden vom Label Europa verlegt. Anschließend erfolgte der Vertrieb direkt über Gigaphone. Autor, Regisseur und Verantwortlicher für Musik und Bearbeitung ist Peter Lerf. Anfänglich war die Serie nur im Onlinehandel als Download zu erwerben, doch ab Folge 5 erschienen alle Episoden als CD. Zum Zeitpunkt der Aufnahme existieren 17 Folgen. Die Episoden 1 bis 10 ergeben hierbei die erste Staffel mit einem abgeschlossenen Handlungsstrang. Ab Folge 11 wird mit einer zweiten Staffel eine neue Geschichte mit bekannten und neuen Charakteren erzählt. Als Schmankerl gibt es noch Lieder, die extra für die Serie geschrieben wurden. Eines davon heißt Hyde und ist am Ende von fast jeder Episode der ersten Staffel zu hören. Gesungen wird es von der Sprecherin des Hauptcharakters. Nun erzähle ich euch etwas über die Handlung. Die erste Staffel trägt den Beinamen Die Prophezeiung. Sie erzählt die Erlebnisse von der Protagonistin Lea, welche durch ein wissenschaftliches Experiment unserer Welt in eine Welt voller Fantasie und Magie gebracht wird. Doch ihre Rückkehr in unsere Welt wird durch ihr defektes Rückreisegerät verzögert und so muss sie wohl oder übel zunächst in der fremden Welt überleben. Dabei trifft sie auf Dogo, einen Lehrling der Magie, welcher Lea mit einer uralten Prophezeiung in Verbindung bringt. Bereits. Ja, und was passiert dann danach? So kommt es, dass sich Lea auf einmal in der Rolle der zukünftigen Drachenprinzessin wiederfindet und gleichzeitig für das Schicksal der gesamten Menschheit verantwortlich ist. Auf ihrem Weg, die Drachen zu einem Bündnis mit den Menschen zu überzeugen, erlebt sie an der Seite von Telon, Roch, Dogo und dem Drachen Fedrak viele Abenteuer. In Episode 10 wird dieser Handlungsstrang zu Ende erzählt. Mit Folge 11 wird die zweite Staffel eingeläutet. Diese trägt den Titel Faldaruns Spiele. Wobei es sich hier handelt, solltet ihr dann doch selber herausfinden.
Zu jedem Hörspiel gehören Hauptcharaktere und Sprecher. Die Hauptcharakterin Lea wird gesprochen von Bettina Zech, die noch keinem größeren Hollywood-Schauspieler dauerhaft ihre Stimme leihen durfte und deswegen hier nur als Bettina Zech genannt wird. Telon wird gesprochen von Christian Rudolph, welcher in den neueren Filmen von Robert Lazzardo dessen Stimme ist. Rog wird gesprochen von Jan Oltmanns, den ich persönlich und auch meine Internetrecherche nur mit diesem Hörspiel verknüpfen konnte und zu keinem anderen Hollywood. Dogo wird gesprochen von Martin Sabel. Dieser hat nur sehr wenige Synchronrollen übernommen, weshalb ich hier keine Schauspieler mit diesem Namen verknüpfe. Oh. Wusste doch, dass es dir gefällt. Glaubst du jetzt, dass ich dich nicht fressen will? Ist eh nur Haut und Knochen. Nicht mal was für den hohlen Zahn. Die Menschen erzählen sich viele unschöne Dinge über uns. Aber nichts davon stimmt. Naja, fast nichts. Jürgen Kluckert dient der Hörspielserie als Erzähler. Und Jürgen Kluckert verbinden wir unter anderem mit Chuck Norris. In weiteren wichtigen Rollen in der Serie sind unter anderem mit dabei Claudia Obert-Schminguis als Sandrina, Annina Braunmüller als Sarah und Jan Odel als Falderun. Ein Ton und du bist so tot wie dein Freund hier. So ist's gut. Das Zimmermädchen. Heute scheint mein Glückstag zu sein. In welcher Kammer schläft der Bürgermeister? Sag mir die Nummer. Übergibst du mich jetzt der Stadtwache? Wenn die mich in die Finger kriegen, prügeln sie mich tot. Die Kerle sind gemein. Schon letzte Woche wollte mir einer etwas antun, aber ich konnte gerade noch wegrennen. Ich bin ein Beobachter. Man nennt mich Falderun. Mehr brauchst du im Moment über mich nicht zu wissen. Vielleicht, wenn du lange genug überlebst, erzähle ich dir zu einem späteren Zeitpunkt etwas mehr über mich. Da sind wir auch schon bei meinem persönlichen Fazit. Dragonbound ist eine sehr schöne Fantasy-Hörspielerfahrung. Die Welt erwacht geradezu beim Hören zum Leben und erfreut durch schöne akustische Effekte. Für mich erfreulich ist, dass sehr viele unverbrauchte Sprecher zum Einsatz kommen und auch Nebencharaktere nur selten mit bekannteren Stimmen besetzt werden.
Ein besonderes Lob gilt hier Bettina Zech, die einen außerordentlichen Job erledigt. Neben neuen Kreaturen wie Muroks, Wargonen oder Tugs bleiben der Reihe trotzdem typische Fantasy-Klischees nicht vorenthalten. Auch werden mit der weiblichen Protagonistin und ihren femininen Handlungen vor allem Frauen angesprochen. Doch schafft es die Serie dennoch, durch ihre Härte, der teilweise vorhandenen Erbarmungslosigkeit und dem erwachsenen Unterton die männlichen Hörer zu überzeugen. Zur Verteidigung darf hier auch noch gesagt werden, dass Lea nicht schutzlos ist. Falls ihr also Fantasy oder fantastische Welten mögt, könnt ihr ohne zu zögern zugreifen. Alle anderen sollten meiner Meinung nach ein Ohr riskieren. Das war's dann auch schon wieder mit der 15. Episode von Play at Homes Hörspielecke. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen und ihr konntet etwas über die Hörspielserie Dragonbound erfahren. Falls das so ist oder bei euren anderen Vorschlägen und Kommentaren, genau diese da rein in den Kommentarbereich. Ansonsten hoffe ich, wir sehen uns dann auch in einem anderen Format oder bei der nächsten Folge der Hörspielecke wieder. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und Tschüss.